Na, jetzt auf der iPad-Ausgabe haben wir wieder ein kleines Supplement gemacht. Nichts Besonderes, aber wahrscheinlich wird es der Standard sein, in wenigen Jahren für jede Form von Medium, egal ob Fernsehen, was man heute noch Print nennt oder Internet. So, hier ist der Artikel, also Datenschutz, so. Das erinnert so ein bisschen an die Anmutung, die wir kennen aus dem Papierheft. So kann man es groß machen, wieder klein machen. Und jetzt ist einfach nochmal eine kleine Erklärung, die etwas erlebbar machen soll, wie sich tatsächlich der Test der Überwachungssoftware anfühlen würde, wenn man ihn am Rechner laufen hat. Das ist praktisch ein Zwischenschritt. Man könnte letztendlich auch die Software, um die es in dem Text geht, selbst installieren auf dem Rechner für die Leute, die dazu keine Lust haben, die entweder zu ungeduldig sind oder sich die Computerkenntnisse nicht zutrauen. Haben wir es hier einfach mal demonstriert, wie das ungefähr ausschaut. Jetzt muss ich kurz noch, weil ich eine schlechte Verbindung habe, das Video buffern, zwischenspeichern auf dem iPad, damit es dann ruckelfrei läuft. Das ist ein Problem, was wir in wenigen Jahren hoffentlich nicht mehr haben werden. Letztendlich ein Problem der Bandbreite. Das sollte es so in dieser Form in Deutschland eigentlich nicht mehr geben. Aber leider ist es doch noch der Fall, dass sowohl in der Provinz, aber auch hier in Berlin die Bandbreiten erheblich schwanken von Haus zu Haus, von Straße zu Straße. Damit stellt man sich möglicherweise ein Bein. Aber dennoch kann man auch jetzt schon, obwohl es eigentlich noch zu früh ist, um richtig Spaß zu machen, spüren, wie so ein Medium in Zukunft tatsächlich Bin jetzt laufen seit könnte. Das 20 Jahren heißt, im Internet und das Zusammenschmelzen von Print, von Internet und von Fernsehen kann man hier so ein bisschen erlebbar machen. unterwegs und eigentlich kein Paranoiker, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, so ein leichtes Kribbeln im Nacken, als wenn mich jemand von hinten anglotzt. Wir machen uns einfach mal den Spaß und überwachen die Überwacher und schauen, was so passiert. Fangen wir einfach mal an mit einer beliebigen Website. So, ich habe jetzt das Tool Collusion hier geöffnet. Und das ist ein kleines Add-on auf Firefox. Hier ist es. Und sehe sehr schön, was hier passiert. Sobald ich die Seite von einer Zeitung aufmache, in dem Fall Wall Street Journal, habe ich also hier die verschiedenen Informationen, die weitergeschickt werden an die Werbetreibenden. Das ist also in der Mitte das Wall Street Journal und da geht eine Information an Scorecard Research, da geht eine Information an Bizo, eine an Google.de, eine an Gravity und diese Datenzentren werden jetzt versuchen, die Informationen, welche Artikel ich gelesen habe, auf welche Webseiten ich gegangen bin, auszuwerten, um mir passende Werbung einzuspielen. Ich surfe jetzt einfach mal weiter. So, gehe auf beliebige Websites und man sieht, wie sich langsam das Netz verdichtet. Es kommen weitere Marktforschungsinstitute dazu, die alle Informationen über mich bekommen. Hier sieht man sehr schön, wie sich gerade drei neue Punkte aufgetan haben. Und jeder dieser Punkte steht für ein Rechenzentrum, wo Dateien über mich gesammelt werden, wo praktisch die Cookies, die bei mir auf dem Rechner abgelegt wurden, mit ihrer Kennung an sie gesendet wurden, mit dem Zeitstempel, mit dem Stempel, von wo aus ich mich eingeloggt habe. Und daraus lässt sich ein Profil generieren, was sagt, morgens liest Herr Schmund gerne Wall Street Journal, geht auf spiegel.de und liest insbesondere die technikorientierten Artikel. Also bieten wir ihm einfach mal Handys und Kameras an in der Werbung. Man stellt sich häufig vor, ach, im Internet gibt es so viele tolle Sachen kostenlos, dafür bezahle ich nicht, das stimmt nicht. Sondern es gibt diesen wunderbaren Spruch, wenn du für eine Ware nicht bezahlst, dann bist du selber Ware. Wenn du für ein Produkt nicht bezahlst, dann wirst du selber verkauft.